Servus FPV-Freunde und Follower und Freunde und Familie und so weiter. Also jetzt wollte ich gerade mal einen Sonnenaufgang aufnehmen, also um 8:30 oder was. Dann bin ich total abgestürzt und dann hat es mir hier den Minuspol komplett vom Bord gerissen. Und da habe ich in unserer Gruppe gefragt, was kann ich da machen? Ja, suche irgendwo einen Minuspol und dann verbindet es wieder oder schleift es runter. Dann habe ich jetzt das mit dem Dremel runtergeschliffen, habe da versucht, Lötzinn drauf zu ballern, dass ich hier wieder einen Kontakt herkriege und ich habe es geschafft und so. Und dann denke ich mir hier so, jetzt bin ich fertig und denke mir, pff, Gott sei Dank, geht wieder. Und jetzt wollte ich ein Video machen und erstmal sagen, Alter, was wir eigentlich machen, ne? Wir fliegen. Wir sind Piloten, das ist ein Sport, wir sind Elektriker, wir sind irgendwo Mechaniker, wir müssen löten können, du musst Elektrik können, du musst dich mit den ganzen Chips auskennen. Hier gibt es einen Sender und einen Empfänger, ne? Die müssen auch alle funktionieren, dann gibt es Plus, Minus, dann gibt es Konsistatoren oder wie es heißt. Und ein Steuerungsboard, ESCs, ein Flight Controller, also Flugkontrolle. Das muss alles richtig rangelötet sein, ne? Sonst funktioniert das Teil nicht. Also es ist schon krass. Also es ist schon ein Hobby, weil ich gesagt habe, es ist halt ein Hobby, ne? Aber das ist schon ein bisschen mehr, ne? Du musst halt schon richtig was drauf haben. Du musst löten können, du musst dich mit Elektrik befassen, du musst dich mit Motor, mit Aerodynamik, mit Mechanik, mit Fotografie, mit Video. Da musst du dich ja richtig auskennen, ne? Und ich kann ja löten, ich habe ja vorher schon gelötet, mal einen Staubsauger oder sowas, ne? Und die Rolle hier, die Rolle war Anfang des Jahres voll. Und jetzt fliege ich seit 2 Monaten die Drohnen hier, die da und noch eine, die steht da drüben. Und ich habe das ganze Lötzinn verballert. Das ganze Lötzinn verballert. Innerhalb von 2 Monaten. So viel löten musst du da. Ne? Dann geht der Motor ab, dann machst du eine neue Lötstelle. Dann lötest du einen Pluspol so wie heute hin, dann brauchst du wieder Lötzinn. Unglaublich, was ich hier verlötet habe die letzten 2 Monate. Voll krass. Und dann musst du neue Elektrik können. Yep. Also, es ist schon Business. Ne? Das ist schon nicht einfach nur fliegen, sondern das ist richtig. Stimmt schon. Am besten man baut von Grund auf die Dinger selber und dann kannst du sie auch reparieren. Ich habe es anders gemacht, ich habe ihn fertig gekauft, aber ich repariere jetzt die ganze Zeit, weil ich halt auch angefangen habe. Ich stürze viel ab, ich reiß viel ab, ich mache viel kaputt, also muss ich auch viel löten und viel reparieren und auswechseln. Also wie man es nimmt, ne? Kannst ihn fertig kaufen, zu Schrott fliegen, so wie ich, und immer wieder reparieren oder du kaufst ihn halt zum Bauen. Ja. Geht so und so, ist beides okay. Also ich komme auch klar. Also warum nicht auch andere? Ja, das wollte ich nur mal loswerden. Also wir sind viel mehr als nur FPV-Piloten. Haut rein.